Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute öffne ich 6 Booster von den Slam Attacks 10th Edition Booster und da, es gibt auch exklusive Memorabilia-Karten, also solche Karten mit solchen Teilen von Anzügen. Und so, das hier sind die Verteilung, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Und aber wir öffnen die Booster erst nach dem Intro. Und da sind wir auch schon. Und hier ist nochmal ein Booster. Ich kenne jetzt eigentlich kaum Namen. Also hier sieht man auf jeden Fall Brock Lesnar, Randy Orton, The Miz. Und die kenne ich nicht. Dann gibt es noch ein Motiv mit John Cena, dem hier, der hier und dem. Dann nochmal mit, ach man, wie hieß er denn jetzt? Vergessen. Auch vergessen. Und ja, ich glaube, mehr Motive gibt es, glaube ich, auch nicht. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem hier an. Mit dem ersten Booster. So. Haben wir als erstes Big Show. Oh, der sieht aber jetzt anders aus, als ich ihn kenne. Hier sind die Werte. Dann haben wir Hashtag DIY, Kevin Nash und Zack Ryder. Und als letztes haben wir noch eine Champion-Karte, The Hardy Boys. Sieht auf jeden Fall cool aus. Kommen wir zurück zum zweiten Booster. Es glitzert hier. So, weiter geht's. Haben wir jetzt dieses Dana Brooke, Naomi, Diamond Dallas Page und TJP und D-Generation. Mir steht hier auch gar nicht. Eine glitzernde Karte. Kommen wir direkt zum nächsten. Also eine Holo-Karte. Das wird dann... Nee, das wird die Holo sein. Kommen wir so. Dann als erstes Kurt Angle. Oder Angle. Breezango. Honky Tonk Man. Und The Rock and Sock Connection. Und... Man kann es gar nicht erkennen. Doch Finn Balor vs. Kevin Owens. Sieht auch cool aus. Ja, so sieht das aus. Kommen wir zum nächsten. Das wird die Holo sein. Nee. So. Dann Kevin Owens. Terry Funk, Elie und Championship NXT Women's und ein Icon und zwar SGT Slaughter. Wie selten sind die? Einen 4 Champion kann einen 6, okay. Kommen wir zum nächsten Booster. Oh, mal ein bisschen sortieren. Die sehen alle schrecklich aus. Alles runtergefallen. Kommen wir zum nächsten Booster. So, dann haben wir Emma. Heath Slater und Rhino. Sting, cool, mag ich. Angelo Dawkins und noch eine Icon-Card und zwar Bret Hitman Hart. Und kommen wir zum letzten Booster für heute.
Das müsste die Holo sein. Aber erstmal alles umdrehen. So. Dann haben wir als erstes Heath Slater nochmal. Haben wir schon mehrmals gehabt. The Usos. Razor Ramon. Und Jack Gallagher. Und noch eine Icon-Card. Und zwar Lita. Lita, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall cool aus mit diesen blauen Zahlen. Okay, gut, dann würde ich sagen, war es das auch schon für dieses Video von den Slam Attacks 10th Edition Boostern. Wenn es euch gefallen, lasst mir eure Daumen nach oben da und vergesst auf jeden Fall nicht mal keiner kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und wir sagen bis zum nächsten Video, euer Julius. Und jetzt kommt das Outro. Ciao.